Was geht ab, man sieht weiter, Oserir. Und heute zu der Frage, welchen Charakter sollte man sich denn aus den 77 Charakteren aussuchen? Euer Feedback war auf jeden Fall stark, lieben Dank dafür und danke für euer Interesse an der Stelle. Deswegen werden wir das heute besprechen im heutigen Video. Im Endeffekt aber, Freunde, kommt es wirklich darauf an, was ihr wollt, wie eure Charakterbox aussieht, denn ich weiß nicht, wie die Charakterbox jeden Einzelnen aussieht. Das hört sich zwar sehr banal an, also in Anbetracht dessen, welchen Charakter man sich wählen sollte, aber man kann trotzdem differenzieren, welcher Charakter gut ist, welcher schlecht ist und oder was der Charakter eben drauf hat. Und darum wird es mir heute gehen. Ich werde über die einzelnen Charaktere mal drüber gehen, euch was ein bisschen zu erzählen und da wird sich dann quasi sicherlich der ein oder andere Charakter herauskristallisieren. Das wird zwar kein Top, also es wird kein Ranking von mir. Ich werde nicht sagen, das sind die 7 Charaktere, die ich holen sollte. Nein, ich werde wie gesagt drüber gehen und dann wird sich auf jeden Fall schon der ein oder andere Charakter herauskristallisieren. Zu der anderen Frage, ob man mit den Tickets, man bekommt ja bis zu 7 Tickets, werden uns gleich nochmal ansehen, woher man sie bekommt, ob man mit den Tickets 7 verschiedene Charaktere holen soll oder einen Charakter voll dupen soll. Das kann man. Man kann nämlich von einem Charakter 5 Stück, bis zu 5 Stück holen aus dem Barbershop. Ob ihr einen Charakter voll dupen sollt oder einzelne holen sollt, Freunde, das liegt im Endeffekt wirklich bei euch, weil da müsst ihr selbst entscheiden, okay, will ich den Charakter auf 100%, werde ich ihn nutzen, etc. Das liegt wirklich bei euch, aber ich kann dazu nochmal natürlich noch was sagen zu den einzelnen Charakteren, ob es sich lohnen würden auf 100% oder nicht. Bevor wir damit anfangen, lasst uns nochmal abchecken, wie man die Tickets bekommt. Ihr habt 2 Stück schon bekommen durch den Login-Boni. Jeder, der sich gestern eingeloggt hat oder sich noch einloggen wird quasi, bekommt 2 Tickets, ja, nur einmal in diesem ganzen, in dieser ganzen Periode, sage ich mal, in der ganzen Celebration. Dann bekommt ihr 3 weitere durch die Special-Missionen, die haben wir uns gestern auch angesehen. Ein Ticket bekommt ihr, wenn ihr quasi in eurem Team einen Charakter spielt, der den Link-Skill Battlefield Diva hat. Und die anderen bekommt ihr, wenn ihr, glaube ich, bis zu 1000 Stamina verbraucht. Dann bekommt ihr im Endeffekt alle 3 insgesamt. Und die letzten 2 bekommt ihr dann auch das Porunga. Die Porunga-Wünsche-Quest für die ganze Woche habt ihr auch bereits im gestrigen Video bekommen. Und jeden Tag poste ich natürlich auf meinen Social-Media-Kanälen, was heute abgeht quasi mit Porunga-Mission. Also im Endeffekt kommen wir dann auf 7 Tickets. Alright, 7 Tickets, 77 Charaktere. Darum wird es heute gehen, dann fangen wir einfach mal von oben an. Der erste Charakter ist Argel Goku Blue. Argel Goku Blue ist gar nicht mal so schlecht, ist ein solider Unit. Dokkan Awake kriegt er 100% auf seinen Angriff, wenn er eine super Attacke startet. Aber die Sache ist so, man spielt ihn nicht mehr aktuell. Also man muss ihn nicht unbedingt haben, er ist kein Must-Have für irgendein Event, sei es Super Battle Road, für irgendein Team oder so. Wenn ihr irgendeinen anderen Goku Blue habt, der tut seinen Job auf jeden Fall auch gut. Er ist solide, aber wäre kein Must-Have. Der Gotenks, der hat einen Dokkan Awakening zum Super Saiyan Gotenks, ist ein Nuker, der ist aber nicht so, sag ich mal. Der ist auch kein Must-Have, den muss man auch nicht unbedingt haben. Super Saiyan 2 Gohan auf der anderen Seite ist ein Supporter für Argel-Charaktere und noch einen anderen Typus. Können wir uns mal ganz kurz abchecken. Ich glaube für Shen-Charaktere noch. Der ist wie gesagt ein Supporter, falls ihr einen Supporter braucht. Damals hat man ihn sehr gerne mitgenommen für ein super Argel-Team. Mittlerweile spielt man aber Kategorie-Teams, dementsprechend muss das nicht unbedingt sein. Wo ist denn der Dude hier? Hier ist der Dokkan Awakening, sieht er folgendermaßen aus. Gibt hier an der Stelle Argel und Shen Charakteren Key plus 2 auf Angriff und Verteidigung 25%. Schlecht ist er nicht, aber wie gesagt, wenn man ihn spielen würde, dann wäre das als Supporter in einem super Argel-Team. Und ja, da jetzt da man quasi vermehrt Kategorie-Teams spielt, muss das nicht unbedingt sein mit dem Gohan an der Stelle. Alright, ihr merkt schon, so wird das vorhanden gehen. Ich werde ein bisschen was zu den Charakteren erzählen. Super Saiyan Goku GT, der muss nicht sein, nach seinem Dokkan Awakening ist er auch nicht gut. Super Saiyan 3 Goku GT auf der anderen Seite, der hat einen Dokkan Awakening, nach seinem Dokkan Awakening ist er solide, kann man für ein Super Saiyan 3 Team nutzen. Wäre kein Must-Have, wenn ihr eh schon ein komplettes Super Saiyan 3 Team habt, aber falls euch einer fehlt, er ist solide, wie gesagt. Vegeta Blue, ähnlich wie Goku Blue, wenn er eine Ulti startet, bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 80%. Die zwei in einer Kombo sind wirklich sehr gut. Das hat man früher in einem Super Agel-Team hatten die einen Stammplatz. Diesmal muss das, diesmal sage ich. Ja, mittlerweile mit den K3-Teams muss er auch nicht unbedingt sein. Also lange Rede, kurz Sinn, um es kurz zu fassen. Selbes wie bei Goku Blue. Ist kein Must-Have. Solide ist aber. AGL Gotko auf der anderen Seite ist ein Charakter, der sich herauskristallisiert aus den ganzen anderen. Heißt, den würde ich auf jeden Fall, den kann ich vielen empfehlen. Er ist ein sehr guter Charakter. Nach seinem Dokkan Awakening bekommt er, wenn er eine Super Attack startet, auf den Angriff und auf die Verteidigung 80% sollten das sein. Und wenn er dann zusätzlich durch die Ulti, wenn er eine Ulti macht, erhöht er seinen Angriff kontinuierlich. Heißt, jedes Mal, wenn er ultet, stackt er seinen Angriff. Der ist gar nicht mal so schlecht an der Stelle. Die Sache ist die, den würde ich euch, wie gesagt, auf jeden Fall empfehlen. Wo nutzt man ihn?
Ihn könnt ihr auf jeden Fall nutzen in einem Dream of Gods Team, wobei in einem Dream of Gods Team würde ich eher den Strength God Q empfehlen, den werden wir uns nachher ansehen. In einem Universe Survival Saga Team kann man ihn auf jeden Fall spielen, in dem Pure Saints Team auch. Oder, wo er am besten momentan aufgehoben ist, meiner Meinung nach, in dem Representatives of Universe 7 Team, da kann man ihn auch auf jeden Fall spielen. Er ist wirklich solide an der Stelle, hat gute Link-Skills und mit dem kann man auf jeden Fall was anfangen. Und nachher werden wir uns ansehen, den Strength God Q, da haben wir einen Vergleich. Ja, zu der Frage, wen sollte man nehmen? Argel oder Strength God Q? Weil ich sag's jetzt schon mal ausvorweg, der Strength God Q ist auch so ein Charakter, der sich herauskristallisiert. Er ist sehr ähnlich wie der Argel God Q und den würde ich euch auch empfehlen, aber den Vergleich gucken wir uns gleich an. Also Argel God Q könnt ihr euch auf jeden Fall merken, den könnte ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ultimate Gohan hat Sandoken Awaken. Ultimate Gohan, er ist gar nicht mal so schlecht. Problem ist, Argel Ultimate Gohan kann man kaum irgendwo spielen. In dem Hybrid Saiyan Team hat man den Hybrid Saiyan Leader Ultimate Gohan, zwecks Namen. Namensgebung kann man ihn dann nicht mitnehmen. In dem Majin Buu Saga Team muss er nicht unbedingt sein. Könnte aber früher oder später vielleicht ein ECA bekommen. Ist ja gerade so ein Trend, dass auch die Side-Charaktere ein ECA bekommen. Naja, er ist solide, sage ich mal, aber muss nicht sein. Kein Must-Have. Super Saiyan Goten, ebenso solide, aber kein Must-Have, um ehrlich zu sein. Mai ist gar nicht mal so schlecht, beziehungsweise wird Mai noch ihr Awaken bekommen. Heute kam die News rein auf JP. Nach ihrem Awaken auf JP wird sie auch ein Awaken bekommen. Auf Global wird das dann auch früher oder später sein. Nach ihrem Awakening könnte man sie für Super Battle Road benutzen, Argel Super Battle Road, denn nach ihrem Awakening hat sie eine great Chance, den Gegner zu stunnen durch ihre Super Attack, gibt jedem Verbündeten Ki plus 3 Argel Charakteren zusätzlich auf den Angriff und auf die Verteidigung 20% und jedem Peppy Girls Kategoriemitglied, also Verbündeten im Team, gibt sie eine Crit Chance von 10%. Sie wird auf jeden Fall nice, man kann sie auch später natürlich für die Peppy Girls Super Battle Road Stages nutzen, aber ich wollte es einfach nur mal sagen, Man müsste sie trotzdem nicht aus den Tickets holen, sage ich mal. Sie wird nice, aber wäre trotzdem kein Must-Have, meiner Meinung nach. Alright, weil früher oder später sie ist in jedem Banner nicht featured. Früher oder später werdet sie sicherlich ziehen. Nein, mehr also, ja, zu einem guten Prozentsatz. Vegeta, Great Ape Vegeta ist nicht gut, um ehrlich zu sein, auch nach seinem Awakening nicht. Golden Freezer ist ein sehr, sehr guter Tank, wenn ihr einen für Extreme AGL braucht, Super Battle zum Beispiel, könnt ihr ihn auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ihr an sich irgendeinen Tank braucht, im Team in der vertreten ist, kann ich euch auch empfehlen. Wäre aber trotzdem kein Must-Have, aber für AGL Super Battle Road, Extreme AGL Super Battle Road hat auf jeden Fall einen Stammplatz, mehr oder weniger, weil der tut seinen Job auf jeden Fall solide. Full Power Bojack nach seinem Awakening könnte für diejenigen interessant sein, die LR Bojack haben, LR Bojack und seine Galactic Warriors oder wie die heißen, man könnte dann quasi LR Bojack in eine Rotation spielen mit dem AGL Full Power Bojack. Sie teilen sich wirklich sehr gute Link-Skills und als Partner für LR Bojack ist auf jeden Fall interessant, aber auch kein Must-Have, sag ich mal. Thales, Great Ape Thales nach seinem Awakening auch sehr, sehr gut. Linkt sich sehr, sehr gut mit Thales, mit dem Dokkan-Festival Unit Thales. Jedoch in dem Movie-Boss-Team tut man ja selbst Thales rein und raus rotieren, also den Leader an der Stelle. Heißt, man hält ihn nicht unbedingt in einer Rotation mit dem Thales, mit dem Dokkan-Festival Thales und dem Great Ape Thales. Kann man aber machen, wäre auf jeden Fall ein guter Linking-Partner, aber ähnlich wie bei Full Bojack, sag ich mal, auch kein Must-Have. C17 Supporter, ja, auch kein Must-Have, sag ich mal. C18 bekommt noch ihr Awakening, wenn Future Gohan online kommt. Wird eine Orb-Changerin, bzw. ist eine Orb-Changerin. Wird dann aber in der Lage sein, zwei Farben zu ändern, beziehungsweise zwei Orbs einfach zu ändern, sag ich mal, um es einfach zu sagen. Solide, aber auch kein Must-Have. Great Ape Bardock nach seinem Awakening 100% auf seinen Angriff, auch solide, aber auch kein Must-Have. Super Saiyan 2 Goku, reiner Supporter, muss nicht sein. Also, ja. Der gibt Tech und Steinkraft, den glaube ich, Ki plus 3 und das war es auch schon. Mehr oder weniger muss nicht sein. Als Supporter macht es seinen Job auf jeden Fall gut, aber muss nicht sein. Super Saiyan 3, Shampoo Vegeta nenne ich ihn gerne wegen seinem Artwork. Muss auch nicht sein. Auch nach seinem Dokkan Awakening ist er kein Must-Have. Whis, nach seinem Dokkan Awakening, Whis ist gar nicht mal so schlecht. Er hat einen Stun in seine Passive, wenn mich alles täuscht, und einen Debuff in seine Passive. Dennoch wird man ihn, also spielt man ihn wahrscheinlich kaum. Da gibt es andere Wiz in dem Realm of Gods Team, zum Beispiel der Supporter, den man da spielt. Und außerhalb davon vielleicht für Super Tech, Super Battle Road könnte man ihn mitnehmen, aber da gibt es auch bessere Optionen, sag ich mal. Palkoin auf der anderen Seite haben viele letztlich herausgefunden, so, oder wir haben darüber mal geredet, glaube ich. Mich hat letztens einer gefragt, du, Palkoin ist auch der ideale Supporter für LRGF, er teilt sich am besten mit ihm. Das stimmt zwar, aber er hat auch einen Attack Down Debuff, aber Palkoin an sich ist eine sehr schlechte Unit. Nach seinem Dokkan Awakening hat er immer noch konstante Werte, den würde ich euch nicht empfehlen. Goku Blue ist der Tech Nuke Leader, nur mal um es gesagt zu haben.
Aber selbst sein Orb Changer für das Satan Punch Event vielleicht in Zukunft könnte man ihn brauchen, aber nur wegen dem Event würde ich ihn mir nicht holen. Also wäre auch kein Must-Have. Super Saiyan Bardock auf der anderen Seite ist ein Orb Changer. Solide Unit, hat ein Seed drauf. Für ein Super Tech Team kann man auf jeden Fall nutzen. Für Super Battle und Super Tech ebenso. Ist solide. Kann man nehmen, muss man aber nicht, sage ich mal. Super Saiyan Trunks ist auch gut für Super Tech, Super Battle zum Beispiel. Hat eine Damage Reduction. Könnte man auch mitnehmen. Solide, aber auch kein Must-Have. Selbes gilt für Trunks. Hat auch ein Dokument zum Super Saiyan Trunks. Muss auch nicht sein. Pilzkopf Gohan, also ist solide Unit, aber muss nicht sein. Pilzkopf Gohan kann uns healen. Hat einen Heal, vollständigen Heal. Einmalig durch die Passive, wenn die HP, ich glaube, 30% oder drunter fällt. Kann man für Super Battle Tech vielleicht mitnehmen. Könnte man probieren. Muss aber nicht unbedingt sein. Es gibt auch andere Optionen für Super Tech vor allem, dass man das Super Battle auf jeden Fall schafft. Future Gohan, keine solide Unit, muss nicht sein. Majin Vegeta outdated mit der Passive. Hat zwar AOE Damage, die könnt ihr vielleicht früher oder später ein ECA bekommen. Aber muss nicht sein, um echt zu sein. Außer, also wenn man das vergleicht mit den anderen Charakteren. Super Buu habe ich damals für Extreme Tech benutzt. Er hat nämlich ein Heal durch die Passive, 30% Heal an dem Schaden, den er macht. Sollte man nicht unterschätzen. Hat auch einen Stun auf der Ulti, glaube ich mal. Den könnte man mitnehmen für Extreme Tech Super Battle Road. Aber auch an der Stelle kein Must-Have, Freunde. Und Sakura muss nicht sein. Kid Buu, wird zu Buff Buu. Ist nicht schlecht, aber muss auch nicht sein. Tech C18 bekommt auch ihr Awakening. Die ganzen Waifus auf JP bekommen demnächst ihr Awakening. Sie wird danach solide, aber muss auch nicht sein, um echt zu sein. Vegeta, Nuker, solide, muss nicht sein. Ich werde mal ein bisschen anziehen, Freunde. Weil die Charaktere, sag ich mal, die kein Must-Have sind, die haben wir dann eh abgehakt, mehr oder weniger. Intwist ist ein Supporter, kann man nutzen für den Dream of God Team zum Beispiel. Nach seinem Awakening, den könnte man auf jeden Fall benutzen, falls ihr Supporter braucht für den Dream of God Team, der Key gibt und Attack und Death Boost. Falls ihr Topo habt, macht er sein Ding auch auf jeden Fall auch solide. Int Godku unter allen Godkus, der schlechteste will ich nicht sagen, aber die anderen, die sind einfach besser als er, also der muss auch nicht sein, um ehrlich zu sein. Super Saiyan Goku ist ein Orb Changer, der ist gar nicht mal so schlecht. Als Int Orb Changer könnte man ihn vielleicht in der Zukunft gebrauchen, aber auch kein Must-Have. Super Saiyan Goten auch solide, so ist nicht. Hat eine Damage Reduction. Für Super Battle Int kann man ihn auf jeden Fall benutzen, aber auch kein Must-Have an der Stelle. Mai ebenso kein Must-Have. Videl bekommt auch ihr Awakening. Ganz nett, aber kein Must-Have. Talis auf der anderen Seite ist gar nicht mal so schlecht. Extreme in Super Battle Road habe ich ihn benutzt. Er hat mir sehr geholfen. Er hat nämlich eine High Chance, den Gegner zu stunnen und ist ein Supporter. Gibt Key plus 3 und Attack plus 20%, glaube ich mal. Als Supporter könnte ich euch empfehlen, falls ihr einen Supporter braucht in irgendeinem Team, wo ihr ihn braucht. Falls ihr den AGL Talis habt, na, sorry, dann braucht ihr ihn nicht unbedingt. Metal Cooler auf der anderen Seite, Metal Cooler auf der anderen Seite ist wirklich eine sehr solide Unit. Metal Cooler kann ich eigentlich auch empfehlen. So, der wäre auch einer, der sich herauskristallisiert, weil wenn ihn Dokonomic, Freunde, ist er sehr solide. Er gibt nämlich jedem Verbündeten auf den Angriff 30% und Extreme Class Key plus 2. Er ist in vielen Teams vertreten und als Supporter macht er seinen Job wirklich sehr gut. Also den könnte ich euch auch empfehlen, falls ihr einen Supporter braucht, sei es für ein Extreme In-Team oder für Kommunikator-Teams, in denen er vertreten ist. Der macht er seinen Job auf jeden Fall echt solide. Und ich selbst nutze ihn oft, sei es auf Global oder JP. Also als Supporter, so von den allen, die hier drin sind, wäre der einer der besten, sag ich mal. Von den Supportern her. Baby Vegeta, ganz nett, solide, muss nicht sein. Hellfighter 17 auch ganz nett, muss auch nicht sein. Super Saiyan 2 Bardock kann man awaken zu Super Saiyan 2 Bardock. Ist ein Supporter. Im Pure Saints Team, falls ihr einen Supporter braucht, kann man ihn nutzen, aber der wäre jetzt auch kein Muss, um echt zu sein. Super Saiyan 2 Gohan hat ein Awakening. Leider auch kein Must-Have. Super Saiyan 3 Goku Strength, der bekommt noch ein ECA. Er wird dann wirklich gut. Ihn kann man nutzen auf jeden Fall. Er wird auf jeden Fall nett, aber wenn ihr zum Beispiel einen anderen Super Saiyan 3 Goku habt, den AGL auf 100% oder so, ein ECA awaked, dann werdet ihr ihn wahrscheinlich weniger nutzen. Also er wird mehr so ein Augenschmaus, sage ich mal. Aber solide Unit, vor allem, weil er auch ein ECA bekommt. Vegeta Blue auch solide, so ist nicht 100%, wenn er eine Ulti startet. Kann man mitnehmen, muss man nicht, wenn man andere Vegeta Blues hat. Goku Genkidama, Nuker, nice, solide, kein Must-Have. Beerus muss nicht sein, Majut muss auch nicht sein, C18 muss auch nicht sein. Solide, also schlecht ist er nicht, muss aber auch nicht sein. Strength Godko auf der anderen Seite, den würde ich euch empfehlen. Auch so ein Charakter, der sich herauskristallisiert. Wie gesagt, sehr ähnlich wie AGL Godko. Unterschied zwischen AGL, Godku und, Moment Freunde, lass mich die zwei mal ganz kurz aufpoppen, wo sind sie hier? Unterschied zwischen AGL und Strength an der Stelle ist folgendes, Freunde, sie sind wirklich sehr, sehr ähnlich, aber, also von der Passive her so oder so ähnlich, Attack und Death haben sie hier an der Stelle 80%, wenn sie eine Ulti starten, der AGL genauso. Unterschied bei dem hier ist, wenn er eine Ulti macht, bekommt er für 3 Runden Attack und Death 30%. Ich habe ihn leider falsch geskillt, ich habe ihn 15
Additional Attack, 11 Crit. Bei ihm würde ich euch empfehlen, ich habe das gemacht wegen dem Buff auf der Ulti, aber das würde ich euch nicht empfehlen, so im Nachhinein, nachdem ich ihn getestet habe. Da lohnt sich bei ihm mehr, wenn er Crit hat. Das habe ich komisch gesagt. Wenn er einen Crit abfeuert, Level 20 Crit, Level 6 Additional Attack würde auf jeden Fall gehen. Oder Level 14 Crit, Level 12 Additional Attack, falls ihr das mit dem Buff holen sollt. Aber nicht so, wie ich das gemacht habe. Das muss nicht sein, bei allem Respekt. Unterschied, wie gesagt, der Agel-Godku und der Godku, die kommen auf eine Million Schaden mehr oder weniger in den Teams, in denen sie vertreten sind. Sie sind echt solide. Unterschied ist, der Agel-Godku hat Kamehameha und dieser hier hat The First Awaken, sind 25%. Diesen Strength-Godku, jetzt mal ganz kurz Vergleich, Agel-Godku oder Strength-Godku, diesen Strength-Godku empfehle ich in einem Beam of Gods Team für Ui-Goku. Warum? Denn der Link-Skill, in dem sie sich unterscheiden, Agel und Strength, ist The First Awaken und Ui-Goku hat 25% auf den Angriff, der hat auch The First Awaken. Also ihn würde ich auf jeden Fall empfehlen für ein Realm of Gods Team, der ist wirklich solide. Und den Agel-Godku auf der anderen Seite für dann eben ein Represent of Universe 7 Team oder Universe Survival Saga Team, weil er ist in diesen Kategorien der Strength nicht. Und gestern hat mich jemand gefragt, wer wäre ein besser Partner für den hier, wäre der Agel-Godku, weil er dann noch Kamehameha hat. Aber mehr oder weniger sind sie wirklich sehr gleich, Freunde. Die zwei würde ich euch aber auf jeden Fall empfehlen, aus den Charakteren, aus dem Charakterpool zu holen, falls ihr sie nicht habt. Falls ihr sie auf 100% bringen wollt oder nicht, das ist die andere Frage. An sich, Freunde, würde ich eigentlich jedem empfehlen, die Tickets aufzubewahren, bevor das Ganze abläuft. Weil vielleicht bekommt ihr bis dahin den einen oder anderen Charakter aus dem Charakterpool und dann könnt ihr quasi mit den Tickets besser umgehen. Das mache ich immer gerne mit solchen Sachen. Wer weiß, vielleicht zieht ihr ja irgendwo einen Godku oder Agel oder ein Strength, dann braucht ihr nur noch einen Dupe, dann sagt ihr, okay, den Dupe hole ich mir von dem Tickets und dann habt ihr noch 100% etc. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn ihr euch gedulden könnt, dann wartet noch bis Ablauf, bevor das Ganze offline geht mit den Tickets oder kurz davor. Ich habe es im gestrigen Video gesagt, wann es offline geht, kann gleich nochmal nachschauen, falls es hier steht. Ja, bis zum 19. Dezember könnt ihr das einlösen. Also, vielleicht zieht ihr noch den einen oder anderen Charakter bis auf den Weg dahin. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen könnt ihr doch auf jeden Fall sparsam sein. Super Saiyan Goten, solide, muss ich sein. Strength Gotenks Baseform nach seinem Durchknopf, ein guter Partner für Ultimate Gohan in dem Hybrid Saiyan Team, kann man auf jeden Fall mitnehmen, solide. Super Saiyan Goku auch solide, kein Must-Have. Fahrschau muss ich sein. Super Saiyan 3 Goku GT, ein sehr guter Supporter für ein Super Strength Team oder an sich als Partner für Super Saiyan 4 Goku, weil er Saiyan Raw hat, aber auch an sich ein guter Supporter, kann ich euch empfehlen. Super Saiyan 3 Vegeta, solide, muss ich sein. Trunks ebenso, 100%, wenn er ultet, muss auch nicht sein. Pan bekommt die Awakening, nach dem Awakening wird sie gar nicht mal so schlecht, aber sie muss auch nicht sein, Mate sein. Muss trotzdem nicht sein. Dieser Bu muss nicht sein. Raditz auch nicht. Nope. Wie hieß er? Ja, wie hieß er? Ich habe seinen Namen vergessen. Rildo. Rildo muss auch nicht sein. Zamasu solide muss nicht sein. Physisch Gohan, selbes Team mit AGL. Gohan an der Stelle muss auch nicht sein. Trunks an der Stelle solide nach seinem Awakening. Aber auch kein Must-Have. Great Ape Kid Goku muss nicht sein. Super Saiyan Goku muss auch nicht sein. Hat einen konstanten Boost nach seinem Awakening. Trunks Buff. Trunks hat einen Awakening, aber danach wird er auch nicht so gut. Physisch Goku, auch Awakening, muss nicht sein. Vegeta Blue, Orb Changer, muss aber auch nicht sein. Und Stunner und der Physisch Nuke Leader, um es einfach mal gesagt zu haben. Super Saiyan Bardock, guter Supporter. Sei es für ein Pure Saiyan Team, Super Physisch Team, Resurrect Warrior Team, Key Plus Sai, Attack plus 20%, hat ein Ziel drauf. Ihn könnte ich euch empfehlen. Seed Tanks auf jeden Fall, hat ein Ziel auf die Ulti 100%. Wenn er ultet, ist ein Fusion Team, kann man auf jeden Fall spielen. Super Physisch Team, den kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Würde sich auch herauskristallisieren aus den Charakteren. Pan, gute Supporterin, aber man nutzt sie mehr oder weniger nur in Shadow Dragon Saga. Muss auch nicht sein. Bulma hat ein Awakening, gar nicht mal so schlecht. Könnte vielleicht ein kleiner MVP sein für Super Bad Road, aber muss auch bei allem Respekt nicht sein. Sin Shenlong, guter Partner für Omega Shenlong. Solide, kein Must-Have. C17. Bekommt noch ein Awakening, muss aber auch nicht sein, Freunde. Lange Rede, kurz Sinn, Charaktere. Das war quasi das, was ich zu den Charakteren zu sagen habe. Herauskristallisiert hat sich im Endeffekt Agel Godku, Strength Godku. Würde sagen, Sea Tanks auf jeden Fall, physisch Sea Tanks, Metal Cool ist nice, Talis ist nice, physisch Bardock ist auf jeden Fall nice und Super Saiyan 3 Goku GT so von den Supportern her. So viel zu den Charakteren. Wie gesagt, falls ihr Godkus, eine der Godkus nicht habt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, euch die Godkus zu holen. Sea Tanks, wenn ihr ihn nutzen wollt, könnt ihr euch auch empfehlen, ob ihr sie auf 100% kriegt. Wie gesagt, müsst ihr entscheiden, wenn ihr euch gedulden könnt, geduldet euch noch ein wenig, weil die nächste Sage wird vielleicht ein Showcase kommen von dem Agel Godku und oder dem Strength Godku. Ich habe beide mehr oder weniger auf 100%, den Strength Godku könnte ich auf 100 bringen, da fehlt mir nur noch einer. Dann könnte ich mal beide im Vergleich machen, den Agel mal auf 100% testen, dann im Vergleich den Strength Godku in den Teams, die ich gesagt habe, Realm of Gods, Represent of Universe 7, damit ihr da einen Einblick habt. Lange Rede, kurz Sinn, Freunde, so viel dazu, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.